Guten Morgen, Stefan. Schön, dass du dir heute Ja, Zeit hallo nehmen Ronne. kannst für ein Interview. Du bist Geschäftsführer der IREP GmbH und ja, ihr tretet als Goldsponsor beim ersten European Business Analysis Day auf. Und ja, IREP steht für International Requirements Engineering Board. Das ist überaus erfolgreich. Ihr habt schon fast 40.000 Requirements Engineers zertifiziert. Wir kommen zusammen, Business Analyse und Requirements Engineering, aber was hat das aus deiner Sicht miteinander zu tun? Ja, die Frage wird uns häufig gestellt. Es ist so, dass in der Business-Analyse natürlich ein Analyst eine ganze Menge von Aufgaben hat, die sich irgendwann mit Requirements beschäftigen. Das heißt, diese irgendwie die Stakeholder zu identifizieren, Requirements erheben, dokumentieren, nachverfolgen und später dann auch irgendwann die Lösung gegen die Requirements testen oder evaluieren. Und da ist ganz klar, dass eben ein gutes Know-how im Bereich des Handlings der Requirements für einen Business Analysten eine ganz wichtige Geschichte ist. Es ist manchmal so, dass der Bezug nicht gleich erkannt wird, weil eben dieses Requirements Engineering, der Engineering-Begriff da ein bisschen abschreckend wirkt. Das ist einfach historisch geprägt, dass dieses Requirements Engineering eine lange Tradition hat und der Begriff geprägt wurde. Aber Business-Analysten haben über den gesamten Prozess mit Requirements zu tun und sollten eben wissen, wie sie mit Requirements gut umgehen. Und da passt es perfekt zueinander. Ja gut, wir sind ja hier in Deutschland, das ist ja sozusagen das Ingenieursland. Engineering ist ja in Deutschland ganz, ganz groß geschrieben, ist auch eine wichtige Tugend sozusagen der deutschen Wirtschaft. Und da ist natürlich besonders interessant, wenn die Business-Analyse, die ja aus Amerika kommt, und das Requirements Engineering hier zusammenkommen. Wenn ich auf die Business-Analyse schaue, dann gibt es zwei Bereiche. Das ist Strategy Analysis und Solution Evaluation. Und Strategy Analysis ist ja so sehr die Frage, warum mache ich das Projekt überhaupt? Warum investiere ich überhaupt in ein Vorhaben? Das passiert ja eigentlich vor dem Projekt oder in der ersten Phase des Projektes. Solution Evaluation ist am Ende des Projektes, hinterfragt nochmal, habe ich wirklich den Wert liefern können, habe ich wirklich langfristig auch ja, die Lösung liefern können, die Stakeholder wirklich brauchen, die das Unternehmen braucht. Diese beiden Bereiche erscheinen mir im Requirements Engineering noch etwas, naja, unterbelichtet. Kann es sein, dass da Business Analyse und Requirements Engineering sogar komplementär sind, dass sie sich ergänzen? Ja, das ist definitiv der Fall. Es ist so, dass das Requirements Engineering, so wie es eben aufgesetzt wurde, sich nur damit beschäftigt, Anforderungen für ein System, für eine Lösung zu ermitteln und zu definieren. Das heißt, Requirements Engineering kümmert sich nicht darum, warum ein System erstmal erstellt werden soll oder geändert werden soll, sondern sorgt dann nur dafür, dass die Anforderungen an dieses System eben in der bestmöglichen Weise spezifiziert sind. Natürlich ist dann auch die Frage nach dem Warum wichtig, denn das hat einen Einfluss auf die Anforderungen. Aber es ist natürlich ist so, dass wir uns erstmal nicht im Requirements Engineering darauf fokussieren, auf diese vorgelagerten Dinge. Und wenn dann das Ganze spezifiziert ist, dann ist eigentlich auch wieder das Requirements Engineering schon zu Ende und sagt, okay, jetzt haben wir die Anforderungen hier in der bestmöglichen Art erfasst und dokumentiert und gefixt. Jetzt wird es umgesetzt, dann ist das Requirements Engineering zu Ende. Und das ist eben das, dass dieses Requirements Engineering gerade im Zusammenspiel mit der Business Analyse eben eine Basis-Know-how darstellt für einen Business Analysten, um seine Tätigkeiten in der Business Analyse optimal zu unterstützen. Ja, ich kann das nur unterstreichen, also auch aus meiner eigenen Erfahrung. Requirements Engineering ist so das Handwerkszeug, was man auch braucht. Man spricht ja auch schon mal von Requirements Engineering und Requirements Management. Das heißt also auch, die Anforderungen müssen nicht nur analysiert werden, sondern die müssen auch gemanagt, geordnet werden. Die müssen ja, in Bezug zueinander gestellt werden. Diese ganzen Dinge sind ja auch sehr wichtig und da ist ja gerade aus dem Engineering ja, sehr vieles, was hier in Deutschland hervorragend gemacht wird, zum Beispiel auch in der
Automobilindustrie. Ja, die nächste Frage, die ich hätte, der Kim Launroth, Dr. Kim Launroth ist ja der Vorsitzende des IREP e.V. und er hält auf unserem Business Analysis Day am 18. Mai einen Vortrag über Requirements Engineering im Kontext der digitalen Transformation. Digitale Transformation ist ja, man hört es überall, ist ja sozusagen ein Hype. Aber was ändert sich denn eigentlich im Requirements Engineering? Wo gibt es neue Herausforderungen? Es ist so, dass das Requirements Engineering, wie es über viele Jahre gemacht wurde, eigentlich ein bisschen betrachtet wurde als eine Datensammeltätigkeit und wenig kreative Tätigkeit. Das heißt, ein Requirements Engineer sollte möglichst neutral die Dinge erheben, nicht bewerten, aufbereiten für die Stakeholder, dass die dann entscheiden können, was sie denn da in welcher Form umgesetzt haben wollen. Jetzt ist aber natürlich so, dass die Kunden, die Stakeholder eine Entscheidungshilfe auch benötigen. Das heißt, der Requirements Engineer oder derjenige, der diese Rolle ausfüllt, muss immer mehr auch eben in Lösungsszenarien denken und immer mehr auch Kreativität da reinbringen. Das heißt, er ist nicht mehr nur ein Katalysator für irgendwelche Dinge, um die voranzutreiben, sondern er soll eben auch mit kreativ an einer Lösung mitarbeiten. Und das bedeutet eben, dass kreative Techniken wie dieses Design Thinking, was ja auch ein Hype ist, eben und aus unserer Sicht nichts anderes ist, als eine Art Requirements zu erheben und zu erarbeiten, dass diese Aspekte immer stärker in dieses, ich nenne es jetzt mal traditionelle Requirements Engineering hineinkommen und immer mehr Kreativität und Mitarbeit bei der Lösung gefordert wird. Ja, das ist also so, dass sich diese Disziplinen, Design Thinking, Requirements Engineering, Business Analysis, die haben ja keine harten Grenzen mehr, sondern die überlappen, die gehen ineinander über. Und das ist ja auch gut so. Also von den Zertifikaten her, wir hatten eben schon gehört, fast 40.000 zertifizierte Requirements Engineers, die heißen ja CPRE. Und es gibt ja dann im Bereich der Business-Analyse gibt es andere Zertifikate, zum Beispiel von der IIBA, das CBAP-Zertifikat oder vom PMI, das PMI, PBA. Welche Berührungspunkte habt ihr denn mit der IREP, mit diesen amerikanischen Assoziationen? Ja, es ist so, dass wir das CPAE eben, also dieses Requirements Engineering, als eine Basiskompetenz betrachten. Das bedeutet, das ist etwas, es ist draußen im Feld kaum jemand, der ein Requirements Engineer ist. Es gibt diese sogar als Berufsbezeichnung in der Schweiz, aber die wenigsten haben das auf ihrer Visitenkarte stehen. Sondern Requirements Engineering ist eine Kompetenz, die benötigt wird in verschiedenen Feldern. In der Business-Analyse, stark auch im Projektmanagement, Change Request Handling hat mit Requirements zu tun, von vorne bis hinten. Absolut. Und von daher sehen wir uns zu all diesen Dingen komplementär und gerade zu den amerikanischen Zertifikaten oder einem zum IIBA haben wir eben Kontakte und haben auch ein Memorandum of Understanding, was jetzt gerade wieder weitergetrieben wird, wo wir eben darstellen wollen, wie diese CBAP, BABOK, Know-how und das CPAE-Know-how zusammengreifen und wo es eben wirklich positive Aspekte für die Leute hat, wenn sie sich um das eine oder das andere kümmern. Und da sehen wir das CPAE ganz klar als zusätzliche oder Basiskompetenz für einen Business Analysten. Und wenn der den Business Analyse-Prozess betrachten möchte, dann kümmert er sich natürlich um das, was im BABOK eben da präsentiert wird. Und wenn er dann irgendwas konkret implementieren soll, Requirements erheben, Requirements dokumentieren, dann braucht er diese Basiskompetenz im Requirements Engineering. Und da arbeiten wir mit dem IIBA zusammen, dass wir das entsprechend eben auch der Community so darstellen. Ja, das ist wirklich eine gute Sache, dass da die Assoziationen auch zusammenarbeiten, dass es Memorandum of Understandings gibt. Und wir sind auch besonders stolz auf dem BA Day, dass die drei Assoziationen, die da eine Rolle spielen, nämlich IREP, IIBA und PMI, auch als Sponsoren auftreten. Und das bringt natürlich auch eine Menge Gespräche und eine Menge Austausch. Und das wollen wir auch weiterführen auf dem
BAD. Und insofern kann ich nur noch mal mich bedanken, dass die IREP GmbH als Gold-Sponsor auftritt. Und ich freue mich schon Sehr auf gerne. den 18. Mai in Frankfurt. Du wirst da sein, der Dr. Kim Launroth wird einen Vortrag halten und viele Gäste aus ganz Europa. Wir haben Buchungen von St. Petersburg bis Toronto. Ja, oh, cool. Das ist Super. klasse. Ja, freue ich mich auch. Das wird bestimmt spannend. Und gerade diese Diskussion da weiterzuführen, das finde ich ist eine gute Sache. Ja, dann bleibt mir nur, mich nochmal zu bedanken für deine Zeit. Du bist online zugeschaltet und das ist ja heute praktisch, dass man das Interview machen kann, obwohl wir Genau. einige hundert Kilometer auseinander sind. Vielen Dank, Stefan, Ja. und noch einen Ja, schönen Tag. gerne. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss, Rainer.